Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute möchte ich dir mal wieder eine komplette Lightroom-Retusche zeigen. Ich habe hier ein Bild rausgesucht, was ich in Berchtesgaden geschossen habe, genauer gesagt am Königssee. Und ich dachte mir, warum nicht mal wieder ein Video machen, wo ich meine komplette Bildbearbeitung in Lightroom zeige. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das gerne tun, denn dort habe ich dieses Bild schon gepostet. Da siehst du auch das Endergebnis im Endeffekt und da kannst du es dir auch nochmal genauer angucken. Würde mich also freuen, wenn du mir da folgst, denn da poste ich auch immer alle weiteren Fotos, die ich so mache, wenn ich unterwegs bin. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video. Ja, lass uns mal direkt reinschauen hier in das Bild. Ich bin also morgens da hingegangen zum Sonnenaufgang, war der Einzige dort an dieser Stelle. Das ist immer sehr, sehr schön, wenn man morgens zum Sonnenaufgang losgeht. Dann ist man wirklich alleine für sich und hat auch die gesamte Landschaft für sich und muss keine Menschen aus der Landschaft rausretuschieren. Das ist immer schon mal ein großer Vorteil. Das Zweite, was ich dann gemacht habe, ich habe die Kamera auf ein Stativ gestellt, weil ich mich selber mit in diese Landschaft mal mit einbauen wollte. Normalerweise bin ich eigentlich gar nicht so der Typ, der das immer macht. Wenn du dir meinen Instagram-Account mal anschaust, da findet man eigentlich relativ wenig Leute, die in einer Landschaft im Vordergrund stehen. Aber ich dachte mir, in dem Fall passt das irgendwie ganz gut, weil ich so ein bisschen die Größenverhältnisse auch darstellen wollte. Und ja, das ist im Endeffekt das, was dann bei rumgekommen ist. Also die Kamera stand auf dem Stativ. Ich habe dann das Ganze mit dem Selbstauslöser gemacht, habe den auf 30 Sekunden eingestellt, weil die Kamera dann doch ein bisschen höher stand. Und ich musste da erstmal wieder runterklettern und mich dann da richtig positionieren. Ich habe dann auch die Kamera so eingestellt, dass der Selbstauslöser 10 Bilder hintereinander gemacht hat. Immer so im Abstand von 5 Sekunden, glaube ich, oder 2 Sekunden. Und ich habe mich da einfach so ein bisschen verschieden positioniert. Und das beste Bild habe ich dann im Endeffekt davon genommen. Das ist jetzt hier das beste Bild. Und ich möchte jetzt einfach mal mit der Bearbeitung anfangen. Das Erste, was mir hier sofort auffällt, ist der Weißabgleich. Ich habe den Weißabgleich in der Kamera normalerweise immer erstmal auf automatisch stehen. Das Problem ist nur, dass halt diese Grauwerte immer wirklich 100% grau auch dargestellt werden. Das ist halt der automatische Weißabgleich. Und das ist natürlich nicht die Farbe, die in einem Sonnenaufgang so dort vorhanden war. Das heißt, wir müssen das Ganze wirklich wesentlich abkühlen. Und das tue ich jetzt hier über die Farbtemperatur. Und die kann ich jetzt hier einfach mal nach unten ziehen. Und ich würde mal behaupten, dass ich jetzt hier in dem Bereich mal so, naja, so auf 4800 Kelvin ungefähr gehe. Und die Tonung, ja, die kann man fast so lassen, vielleicht sogar. Ich denke mal, ich lasse hier mal so bei plus 10. Das gefällt mir so schon ganz gut. Die Temperatur vielleicht noch ein bisschen weiter runter, so auf 4700 Kelvin. Das ist, denke ich, ein Wert, mit dem wir ganz gut arbeiten können. Dann ist das Bild insgesamt einen ganz kleinen Ticken zu unterbelichtet. Man sieht es jetzt hier auch am Histogramm. Ja, also wir haben jetzt hier wirklich perfekt auf der linken Seite, dort wo die Schwarztöne sind, da haben wir eigentlich das Ganze sehr gut abgeschlossen. Aber hier auf der rechten Seite, da fehlt uns einfach ein bisschen Information. Das heißt, wir können jetzt hier die Belichtung ein kleines bisschen nach oben ziehen. Ja, vielleicht so eine halbe Blendenstufe, ein bisschen mehr, also 0,6 ungefähr. Und dann haben wir jetzt hier ein sehr, sehr ausgewogenes Histogramm. Und ich finde auch, das Bild wirkt dadurch einfach besser. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen die Lichter mal runtersetzen, die Tiefen ein kleines bisschen aufhellen, damit wir hier noch so ein bisschen mehr Zeichnung in die Schatten bekommen. Und dann werde ich aber den Kontrast, dadurch, dass wir das Bild jetzt ein bisschen flauer gemacht haben, werde ich den Kontrast wieder aufbauen, indem ich jetzt hier die Weißtöne und die Schwarztöne entsprechend wieder abdunkel bzw. aufhelle. Dabei kann ich jetzt hier auch die Alt-Taste bzw. am Mac die Option-Taste mal klicken und dann sieht man auch, wo jetzt hier im Bild schon ja quasi 100% schwarz das Ganze angezeigt wird. In dem Fall ist das jetzt hier meine Hose. Das ist mir aber gar nicht so wichtig in dem Fall, denn ich weiß, dass ich das Bild wahrscheinlich noch ein bisschen beschneiden werde, weil das Bild wollte ich auf Instagram posten und da ist das Format 4:5. Besonders wichtig, weil wir dann auch das Bild wirklich vollformatig darstellen können. Und deswegen werde ich das am Ende auch noch so ein bisschen beschneiden. Genau, jetzt hier die Weißtöne, da kann ich hier ruhig noch ein bisschen höher gehen. Ich möchte aber nicht zu hoch gehen, also das soll jetzt hier gar nicht unbedingt an der rechten Seite des Histogramms anstoßen, denn ich will jetzt hier wirklich keine ausgebrannten Stellen drin haben. Man sieht jetzt hier auch, dass die Sonne ja, hier hinter dem Berg, also hier auf der linken Seite hinter dem Berg, da ist die Sonne dann aufgegangen. Das war allerdings noch, bevor die Sonne überhaupt über die Berge hier rübergekommen ist. So, ein bisschen Kontrast können wir hier auch noch über den Kontrastregler reingehen. Ich denke mal, hier so ein Wert von plus 20 ist fast schon ein bisschen viel. Vielleicht nehme ich es wieder ein bisschen raus. Ja, so 15 ungefähr.
Das passt schon ganz gut. Die Schwarzwerte nehme ich jetzt mal hier wieder so ein bisschen zurück. Dadurch, dass wir jetzt hier den Kontrast noch mit reingenommen haben, brauchen wir nicht mehr ganz so viel in den Schwarzwerten hier drin. Und ja, so ein ganz kleines bisschen Dunst entfernen nehme ich hier noch mit rein. Ja. Man kann das übrigens auch mal, das habe ich bisher relativ selten gemacht, bei solchen Bildern, man kann auch mal probieren, den Dunst-Entfernregler hier in das Negative zu ziehen. Hat manchmal auch einen ganz coolen Effekt. Ich finde sogar in dem Bild hier hat es einen coolen Effekt. Ja? Also wenn ich das Ganze jetzt hier mal vergleiche, so sieht das Bild vorher aus. So sieht es aus, wenn ich jetzt den Dunst-Entfernregler hier ins Positive ziehe. Hat auch was. Aber genauso hätte es auch was, wenn ich das Ganze hier so ein bisschen ins Negative ziehe, weil wir dadurch das Bild wieder ein bisschen kontrastärmer machen und gleichzeitig auch so ein bisschen so einen Moody-Look aufbauen. Also man kann hier auch mal ruhig das Ganze auf minus 10 stellen, hat für mich eine ganz coole Wirkung. Und dann kann man dafür den Kontrast hier wieder ein bisschen nach oben ziehen. Das ist jetzt hier so ein bisschen Try and Error. Die Schwarzwerte kann ich jetzt auch wieder ein bisschen runterregeln, die Weißwerte vielleicht noch einen kleinen Ticken weiter nach oben. Und dadurch kriege ich meinen Kontrast wieder rein, den ich jetzt hier beim Dunst entfernen so ein bisschen verloren habe. Aber insgesamt hat das Bild dadurch so einen etwas anderen Look bekommen, was mir ganz gut gefällt. Klarheit nehme ich auch mal so ein kleines bisschen raus, minus 5 ungefähr. Das ist jetzt was, was mir hier schon richtig gut gefällt. Und dann gehe ich jetzt hier mal weiter in die Gradationskurve rein, denn in der Gradationskurve können wir auch weiter noch Kontrast aufbauen. Dafür werde ich jetzt hier mal durch einen einfachen Mausklick mir hier zwei Punkte setzen und den ersten Punkt hier auf der linken Seite, das sind die Tiefen, die ich jetzt hier anfasse, die werde ich mal noch so ein kleines bisschen weiter nach unten ziehen und die rechte Seite hier, die ziehe ich noch ein bisschen weiter nach oben. Das sind jetzt die hellen Bildbereiche, die ich noch ein bisschen weiter aufhelle und die dunklen Bildbereiche, die ich noch so ein bisschen weiter abdunkle und dadurch kriege ich noch mehr Kontrast hier in das Bild, weil ich mir so eine kleine S-Kurve hier baue. Ich kann jetzt hier auch mal probieren, die ganz krassen Schwarzwerte so ein kleines bisschen noch anzuheben. Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut und genauso die ganz weißen Bildbereiche, die werde ich noch so ein kleines bisschen abdunkeln, damit das Histogramm hier jeweils nicht an den Seiten anstößt. Sehr schön. Und jetzt kommt der interessante Teil, denn jetzt geht es in die HSL-Farbtabellen. Das heißt, wir können jetzt hier die Farbtöne, die Sättigung und auch die Luminanz, also die Helligkeitsbereich oder die Helligkeitswerte des Bildes, nochmal ganz speziell anpassen für die verschiedenen Farbkanäle. Denn ich habe hier insgesamt 8 Farbkanäle, Rot, Orange, Gelb, Grün, Aquamarin, Blau, Lila und Magenta. Und all diese Farbkanäle kann ich einzeln in ihrem Farbton, in der Sättigung und in der Helligkeit verändern. Und das macht das ganze Feature wirklich sehr, sehr stark. Und das möchte ich jetzt hier einfach mal zeigen, in welche Richtung das jetzt hier gehen kann. Zum einen, was mir jetzt hier an diesem Bild sofort auffällt, wir haben auf der einen Seite schöne Blautöne. Auf der anderen Seite habe ich hier eine sehr, sehr stark rote Jacke. Und die Komplementärfarbe zu Blau ist ja eigentlich mehr ein Orange. Und ich arbeite echt gerne mit Komplementärfarben in so einem Bild, weil das einfach auch ein schöner Farbkontrast ist. Und jetzt habe ich mir überlegt, naja, das ist jetzt hier meine rote Jacke, aber im Endeffekt würde es, glaube ich, besser aussehen, wenn die ein bisschen oranger wäre. Und jetzt könnte ich jetzt hier einfach in den Farbton Rot reingehen und diesen Regler einfach mal so ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Denn wenn ich ihn nach rechts regle, dann wird quasi der nächste Farbkanal hier weiter unten angesprochen. Das heißt, das Ganze wird von Rot mehr zu Orange. Das heißt, ja, siehst du jetzt hier auch ganz gut, wenn ich den jetzt hier weiter nach rechts ziehe, jetzt habe ich auf einmal eine orangene Jacke. Andersherum, wenn ich jetzt zum Beispiel den Gelbwert weiter nach links schiebe, dann geht das Ganze in den nächsthöheren Kanal. Das heißt, dann würde ich die Gelbtöne auch wieder orange färben. Andersherum, wenn ich das Gelb jetzt weiter nach rechts ziehe, dann wäre das Ganze mehr dann ein Grün. Ja, so kannst du dir das vorstellen. Und ich werde jetzt hier mal die Orangetöne auch noch so ein bisschen weiter Richtung Gelb verschieben, wobei wir das nicht großartig brauchen. Ich brauche jetzt hier eigentlich wirklich nur die Rottöne. Und genauso möchte ich jetzt das Rot bzw. auch das Orange hier noch so ein bisschen aufhellen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die Luminanz der Rot- und der Orangetöne hier rein und helle meine Jacke jetzt hier einfach auch noch ein bisschen weiter auf. Der Vorteil ist jetzt hier gerade an diesem Bild, dass wirklich nur meine Jacke diesen Rotton hat, den wir jetzt hier verändern. Das wird natürlich ein bisschen komplizierter, wenn du nur die Jacke verändern wollen würdest und aber auch noch in anderen Bildbereichen quasi hier Rottöne hättest, dann würden die natürlich auch mit angesprochen werden. Ich habe jetzt hier das große Glück, dass ich in diesem Fall wirklich nur die rote Jacke hier habe und deswegen ist es besonders einfach. So, dann gehen wir mal weiter hier in den Farbtönen. Ich möchte hier noch das Blau so ein bisschen verändern, denn das kann ich jetzt hier auch noch so ein bisschen weiter Richtung Aquamarin schieben. Ich möchte jetzt hier also den Farbton von dem Wasser und auch von dem Himmel noch so ein bisschen verändern. Ja, ein bisschen mehr Sättigung kann jetzt hier auch in das Blau noch mit rein, finde ich. Auch das Aquamarin kann noch so ein bisschen mehr gesättigt werden. Und auch die Rot- und die Orangetöne können noch ein bisschen gesättigt werden. Einfach, damit wir hier einen schönen Farbkontrast bekommen. Und so gefällt mir das echt schon ganz gut. Ich nehme jetzt hier mal das Blau noch ein bisschen, mache das noch ein bisschen heller. Und genauso das Aquamarin mache ich noch ein bisschen heller.
Und dafür werde ich jetzt hier mal die Luminanz von den Grünwerten zum Beispiel, also wir haben so ein ganz bisschen leichte Grüntöne noch drin in den Bäumen, das mache ich ein bisschen dunkler. Ich werde jetzt als nächstes auf jeden Fall mal hier noch in die Details reingehen, denn ich möchte mein Bild natürlich auch noch schärfen. Wenn ich das Ganze jetzt hier mal auf meinen Standardbetrag von 80 setze, dann habe ich hier meistens schon eine sehr gute Schärfe. Ganz kleiner Tipp, wenn ich jetzt dabei die Alt-Taste nochmal drücke, dann wird das Bild jetzt temporär mal schwarz-weiß da angezeigt und dadurch kann ich die Schärfe meistens noch so ein bisschen besser beurteilen. Ja, das passt schon so ganz gut und wenn ich dann jetzt den Maskierenregler nehme und dabei auch wieder die Optionstaste bzw. Alt-Taste drücke, dann sehe ich jetzt, wo ich jetzt das Ganze hier so ein bisschen wieder ausmaskiere. Das heißt, alles, wo schwarz angezeigt wird, da wird das ganze Bild nicht geschärft, sondern nur da, wo ich weiße Stellen habe in dem Bild. Das ist also wie eine Art Maske. Und mein Ziel ist es ja jetzt, dass ich wirklich nur die Bildbereiche schärfe, wo ich es auch nötig habe. Ich brauche keinen Himmel schärfen, wo ich eine komplett homogene Farbfläche habe, denn was soll ich denn da schärfen? Ja? Wo ich Schärfe brauche, ist an den Kanten. Und diese Kanten, die werden jetzt hier, wenn ich nochmal hier reingehe in den Maskierenregler, sehr gut dargestellt mit den weißen Farbtönen. Sehr schön, dann haben wir auch das. Ich gehe jetzt nochmal in die Objektivkorrekturen rein. Chromatische Aberration möchte ich jetzt hier noch entfernen. Ich gucke mal, ob ich das nötig habe, die Profilkorrekturen zu aktivieren. Ich glaube aber nicht. Ja, das macht das ganze Bild hier an den Seiten nochmal ein bisschen heller. So eine leichte Entzerrung ist hier noch mit drin, wobei das jetzt hier meiner Meinung nach gar nicht großartig auffällt. Von daher würde ich jetzt die Profilkorrekturen hier einfach mal gar nicht aktivieren, weil wir unsere Helligkeitswerte hier auch sehr schön schon eingestellt haben. Von daher brauche ich das gar nicht weiter. Ich gehe mal nach unten in die Kamerakalibrierung und werde jetzt hier mal noch die Primärwerte blau ganz kurz ein bisschen anfassen und so leicht nach links ziehen. Das verändert hier jetzt auch den Blauton nochmal ziemlich erheblich. Ich zeige dir mal, was passiert, wenn ich jetzt diesen Farbton hier mal wirklich auf minus 100 stelle. Ja, dann werden jetzt hier die Blautöne wirklich sehr stark nochmal verändert. Und ich möchte das aber natürlich nur ganz gering anwenden, hier so mit einem Wert von minus 10 ungefähr. Und ich gucke mal, was passiert, wenn wir jetzt die Sättigung hier von den Blautönen noch ein bisschen erhöhen. Ja, das ist natürlich viel zu viel, aber vielleicht so ein bisschen, so plus 10 ungefähr. Das, denke ich, sieht schon ganz gut aus. So, jetzt gucke ich mal, was wir noch machen können mit den Rotwerten hier, wenn ich die weiter nach rechts oder nach links ziehe, ja, da passiert ja schon ein bisschen was. Also eher so ein bisschen auch wieder auf plus 10 hier stellen. Okay. Zu guter Letzt noch eine kleine Vignette hier um das Bild herum, damit wir das Ganze hier so ein bisschen drumherum noch abschließen. Ja, das gefällt mir auch immer ganz gut, wenn wir den Betrachter also wirklich in die Bildmitte hier reinbringen können und wenn wir außenrum das Ganze einfach so ein bisschen abdunkeln. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte das Bild auf jeden Fall noch beschneiden, deswegen gehe ich jetzt hier mal in das Freistellungswerkzeug rein und das Seitenverhältnis hier nehme ich jetzt mal hier 4:5. Und das ist das Instagram-Format, was man jetzt so gerne nutzt. Und ich finde hier sowieso oben, dass wir ein bisschen viel Himmel drauf haben. Und meine dritte Linie hier, meine Zweidrittellinie, ja, die liegt jetzt nicht komplett hier am Horizont, aber fast. Und ich möchte von mir auch die Beine, die müssen nicht unbedingt hier so komplett mit drauf sein, aber so, dass ich jetzt hier die Zweidrittellinie hier fast auf dem Horizont habe, das gefällt mir so ganz gut. Ja, kann man jetzt hier noch so ein bisschen hin und her schieben, wie man das gerne möchte. Ich selber habe mich auch nicht komplett in der Mitte platziert, sondern hier eher auf der Eindrittellinie, auf der linken Seite. Und ich denke fast, dass wir es so lassen können. Ich achte mal darauf, dass hier unten der Schnee nicht mehr mit drauf ist in dem Bildausschnitt. Das würde so ein bisschen stören hier an dem Bildrand. Und ich denke mal, so haben wir hier einen sehr schönen Bildausschnitt. Ich klicke hier mal auf Fertig und ja, das ist doch was, womit man gut arbeiten kann. So. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Ich werde jetzt hier mal noch einen Verlaufsfilter mir anwählen und den mal so ein bisschen in der Belichtung hier reduzieren noch. Und die Temperatur stelle ich jetzt hier mal wieder auf 0. Die ist noch auf 1. Klarheit auf 0. Ja, und auch Dunst entfernen auf 0. Ich möchte hier also nur den Himmel jetzt noch so ein bisschen abdunkeln. Kleiner Tipp, wenn ich dabei die Shift-Taste drücke, dann ziehen wir hier einen komplett geraden Verlauf auf. Das ist fast schon so ein bisschen zu viel. Nehmen wir hier mal so ein bisschen die Belichtung wieder raus. Also minus 0,4 reicht vollkommen aus. Und jetzt habe ich dann das Problem, wenn ich jetzt hier diesen Verlauf aufziehe, dass ich natürlich auch die Berge hier rechts und links so ein bisschen mit abdunkel, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und dafür gibt es hier den wunderschönen Befehl Bereichsmasken. Und da kann ich jetzt hier einfach mal Luminanz auswählen. Und ich kann jetzt hier mal Luminanzmaske mir anzeigen lassen. Du siehst jetzt hier, dass alles, was jetzt hier rot angezeigt wird, da wird dieser Effekt quasi angewendet. Und wenn ich jetzt hier diesen Bereich mal vermindere, das heißt, ich nehme jetzt hier mal die dunklen Bildbereiche raus, dann siehst du auch schon, wie jetzt hier die Bäume nicht mehr davon wirklich betroffen sind. Und das ist doch eine echt schöne Sache. Das bedeutet, ich werde jetzt hier wirklich nur den Himmel abdunkeln, nicht aber die Bäume und auch nicht die Berge. Jetzt kann ich hier Luminanzmaske anzeigen, wieder rausnehmen
Und jetzt haben wir diesen Effekt tatsächlich auch nur noch auf den Bäumen. Ich kann auch gleichzeitig hier noch so ein bisschen die Tiefen anheben, damit wir hier die Bäume noch so ein bisschen heller bekommen, falls die noch betroffen sind. Wenn sie nicht mehr betroffen sind, dann würde dieser Effekt jetzt hier auch gar nicht angewendet werden, weil wir, wie gesagt, diese Bereichsmaske hier drin haben. Okay, klicke ich einmal auf Fertig. Und was ich noch machen möchte, ich nehme jetzt hier mal noch einen Radialfilter. Und diesmal werde ich die Belichtung ein bisschen nach oben ziehen und hier so ein paar kleine Bereiche noch so ein bisschen aufhellen. Hier zum Beispiel den Berg so ein bisschen. Ja, also so ein paar kleine Lichtspots möchte ich hier reinsetzen. Mit einem Rechtsklick dupliziere ich das Ganze hier einmal. Ja, setze jetzt hier auch noch so ein paar kleine Lichtspots rein, einfach um das Ganze so ein bisschen interessanter zu machen noch. Hier oben können wir noch einen reinsetzen. Dann muss man natürlich auch mal so ein bisschen gucken, dass man die Belichtung nicht zu hoch setzt. Ja, und einmal dupliziere ich das Ganze nochmal und werde das Ganze jetzt hier auf diese Nebelwolke quasi nochmal setzen. Denn dieser Nebel hier, den kann man auch nochmal so ein bisschen betonen. Das ist ja auch quasi genau die Bildmitte. Ja, also hier können wir das Ganze auch nochmal schön mit reinbringen. Das gefällt mir richtig gut. Ja, vielleicht nehme ich jetzt hier nochmal meinen Pinsel, auch nochmal so ein bisschen Belichtung reinnehmen. Automatisch maskieren ist sogar angewählt. Jetzt male ich hier einfach nochmal über mich so ein bisschen rüber, über die Jacke hier, damit ich mich einfach auch nochmal so ein bisschen heller bekomme, damit ich so ein bisschen mehr noch raussteche aus dem gesamten Bild. Ja, und das passt für mich richtig gut. Das ist jetzt hier im Endeffekt meine Bearbeitung in Lightroom. Ich denke mal, so sieht das ganze Bild schon echt ganz cool aus und so kann man es auch posten. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu hast, einfach unten in die Kommentare damit. Und falls du Lightroom oder Photoshop lernen möchtest, dann geh einfach mal auf meinen Online-Store, denn da gibt es jeweils ein Videotraining dazu, wo du von Grund auf Lightroom lernen kannst oder auch von Grund auf Photoshop lernen kannst. Der Photoshop-Kurs ist gerade erst rausgekommen. Da geht es wirklich darum, dass du das Programm von Anfang bis zum Ende verstehst. Also da werden wirklich die Basics erklärt. Gerade für Anfänger, die mit Photoshop starten wollen, ist das wirklich eine richtig tolle Sache. Und genauso das komplette Lightroom-Training auch vorhanden, wo man Lightroom von A bis Z wirklich kennenlernt und das ganze Programm dann wirklich auch zu schätzen weiß. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, Bildbearbeiten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.